Ja! Ja! Endlich! Ja, das ist einer. Da ist sogar noch ein Ei. Ja! Na! Der hat wirklich so einen Durchmesser. Boah, wie lange hat das gedauert? Ja, herzlich willkommen zu unserem nächsten Suchvideo. Ich bin immer noch, ja, ehrlich gesagt, total aus dem Häuschen. Wir haben heute ausnahmsweise eine Spoilerwarnung für euch. Wir haben wirklich eine Suche gehabt, die in die Geschichte unseres Kanals eingeht. Wir haben endlich Kaiserlinge gefunden und wunderschöne auch noch. Also ein Pilztraum wird wahr. Endlich haben wir sie live vor die Kamera bekommen. Mit dem einher der nächste sensationelle Fund, die Bronzeröhrlinge, und auch trotz dieser Trockenheit eine Artenvielfalt. Also das heutige Video ist wirklich eine kleine Sensation und wir laden euch herzlich ein, uns bei dieser ganz besonderen Suche zu begleiten. Wir haben uns heute aufgemacht in den Südosten von Österreich, der eigentlich nicht ganz unsere Heimat ist, aber wir haben einen Tipp bekommen und es ist wieder soweit, die Kaiserzeit des Pilzsommers ist angebrochen. Wir haben gehört, dass Kaiserlinge wachsen, dass auch die Bronzeröhrlinge wieder kommen und dass es in dieser Gegend trotz der Trockenheit generell nicht so schlecht aussieht. Und wir werden uns heute auf die Suche machen und hoffen, dass wir endlich mal einen Kaiserling vor die Kamera bekommen. Das wäre wirklich für uns eine kleine Sensation. Ja, wir sind kaum im Wald. Besser hätte es nicht anfangen können. Oh, er ist so typisch. Schaut ihn euch an, wie dunkel. Vorsicht, da ist noch einer. Oh mein Gott. Na, ich habe jahrelang in Wien nach diesem Pilz gesucht und habe ihn einmal hier nachgewiesen. Also er kommt auch fast schon bis nach Wien zu unseren Stadttoren. Er liebt einfach diese wunderschönen, warmen Eichenwälder. Dieser Bronzeröhrling ist echt eine Sensation. Der ist in Deutschland ist er ganz streng geschützt. Da darf man ihn nicht sammeln. Bei uns in Österreich ist er auch auf der roten Liste der bedrohten Arten. Aber schaut euch dieses Exemplar an. Die werden nicht in den Korb mitkommen. Aber wunderschön, diese dunkle Farbe. Die haben oft so eine schöne Marmorierung an der Hutoberfläche mit hellen Flecken. Aber diese dunklen sind wirklich ganz, ganz typisch. Also besser hätte die Suche nicht beginnen können. Ich freue mich riesig. Vielen Dank nochmal für diesen Tipp. Aber bei uns ist das wirklich eine Riesenbesonderheit. Auch in Deutschland, das war der Pilz des Jahres 2008. Also wirklich eine Seltenheit, die man nicht so oft findet einfach. Na, echt ein wunderschönes, ganz dunkles Exemplar. So, Daniel, nicht draufsteigen. Wir haben... Oh, da ist doch was. Boah, die sind schwer zu sehen. Oh, da müssen wir echt vorsichtig sein. Also der Riese, der ist schon ein bisschen alt. Wunderbar, da schaut sein Nachbar, das Maiglöckchen. Durchaus auch ein Standortanzeiger für diese Art. Oft mögen die Pilze die Feuchtigkeit, die sich unter so Stämmen speichert. Ganz typisch diese Farbe, dass es kein Sommersteinpilz ist. Also der Name Bronze ist gar nicht so weit hergeholt. Das ist eine bedrohte Art. Natürlich wäre der für Speisezwecke einwandfrei, aber wir müssen uns da wirklich an die roten Listen halten. Der ist wirklich streng geschützt und sollte dann auch im Wald bleiben. Wie gesagt, bei uns in Österreich ist das ein bisschen schwammiger, ja, Wortwitz, als in Deutschland, aber auch bei uns ist das ein Pilz, der wirklich gefährdet ist, also Finger weg, aber wunderschön einfach mal zum Anschauen, so eine seltene Art zu finden, wenn man so lange nach ihr gesucht hat. Also heute werden sie mich sehr, sehr entzückt sehen, glaube ich, noch, wenn es so weitergeht.
Ja, gerade so Laubansammlungen sind in so einem Wald auch immer ein guter Suchort, gerade wenn es eher so trocken ist wie aktuell. Die Sommersteinpilze teilen sich ja dieselben Standortansprüche durchaus wie diese Schwarzkarpensteinpilze. Also ihr werdet es mir verzeihen, ich werde jetzt versuchen, das Kunststück zusammenzubringen, zu moderieren und gleich zu suchen. Ich bin extrem aufgeregt, das ist ein ganz neuer Wald, wir waren da hier noch nie. Die Ähnlichkeit ist eigentlich groß zu den Wäldern vor meiner Haustür, aber wir haben hier einfach ein bisschen einen anderen Boden, ein anderes Ausgangsgestein und die Kaiserlinge und diese Bronzeröhrlinge fühlen sich einfach in dieser Gegend wohl und können überall sein. Wir werden jetzt einfach hier weiterschauen, ja, und hoffen, dass wir euch noch was zeigen können, aber der Start war auf jeden Fall schon mal gut. Ich finde auch diese Lichtstimmung, der Daniel wird mit mir fluchen, weil es schwer zu filmen ist, aber diese lichten Eichenwälder haben einfach eine wunderbare Stimmung und ja, hoffentlich auch noch ein paar wunderbare Funde für uns. Wenn wir es überleben, es ist heute recht stürmisch, muss man sagen. Ja, ich habe es wieder mal verschrien. So nah sind Freud und Leid manchmal beieinander. Wir haben jetzt nach dem super Bronzeröhrling, also eigentlich ist es schon ein Grund zur Freude, weil wir haben wirklich eine Stelle gefunden, aber nicht als erster. Uns ist wieder jemand zuvorgekommen und die haben da ja die Kaiserlinge, die riesig gewesen sein müssen. Ich meine, schaut euch den Stiel an, das liegt da einfach so rum. Die Leute haben da teilweise die ausgegraben und aber anscheinend nur die Kappe genommen. Also ich weiß, dass sie in dieser Gegend gesammelt werden, obwohl sie einfach auch schon selten geworden sind, aber die sind da einfach schon so lange ja, präsent, dass sie einfach gesammelt werden. Für uns ist das natürlich ein enttäuschender Start, aber die müssen echt riesig gewesen sein. So dicke Knollen, wie gesagt, ich habe sie noch nie gefunden, frisch. Also ich freue mich auch über das, auch wenn es ein bisschen traurig ist und schade, dass wir zu spät sind, weil die schauen eigentlich relativ frisch aus. Aber vielleicht haben wir noch Glück, dass sie irgendwo einen übersehen haben. Der Wald ist ja da doch relativ groß, also wir werden einfach noch dranbleiben. Und jetzt unter uns gesagt, wenn das hier so umliegt, ich habe noch nie einen probiert, ich werde das Stück mitnehmen und trocknen, da ist eigentlich fast schade drum. Also ich weiß nicht, wie die Stiele eingeschätzt werden vom Speisewert, aber wenn das schon hier so rumgeschmissen wurde, dann werden wir das wenigstens noch irgendeinem Zweck zuführen, weil das hat keine Sporen und für mich ist auch das schon ein Highlight, muss ich ehrlich sagen. Also die werden wir rausnehmen und ja, weitersuchen. So, es leuchtet wieder und wir haben beim ersten Eindruck gedacht, dass es ein Eierschwammerl ist. Aber wir sind hier, wie gesagt, in einem anderen ja, Wald und ein bisschen auch Klimabereich. Und da muss man aufpassen und wir haben echt ein Paradebeispiel dafür gefunden, wie ähnlich dieser giftige Ölbaumtrichterling den Pfifferlingen wirklich sein kann. Man muss da, wenn man sich noch nicht so viel Gespür hat, wirklich genau die Merkmale anschauen. Eine normale Pfifferlingsportion, die damit verwechselt wird, ist wirklich gefährlich. Der geht nämlich auch auf die Leber. Und in dieser Ausführung ist er wirklich besonders ähnlich. Man sieht auch, dass die Lamellen hier herablaufen. Aber was ganz typisch ist, die Farbe ist einfach schon ganz anders. Er hat wirklich ein dunkles Orange, das die Eierschwammerl höchstens haben, wenn sie schon zu alt sind. Also da kann man sie gut ausschließen. Frische Pfifferlinge schauen nie so orange aus. Und der Geruch ist ganz anders. Dieses herrliche Eierschwammerl-Aroma hat dieser Pilz nicht. Er wächst scheinbar aus dem Boden, ist aber ein Totholzzersetzer und ein Parasit, glaube ich sogar auch. Er wächst auf vergrabenem Holz oder bei uns dann teilweise auch an Baumstümpfen von Eichen selten, auch von Kastanien, die Ölbäume. Er ist ja eigentlich im mediterranen Raum häufiger, aber wir haben da einfach ein mediterranes Waldgebiet, sonst hätten wir auch nicht diese wunderschönen Bronzeröhrlinge und ja, die tragischen Kaiserlingsfunde. Aber ja, wir sind ja noch lange nicht am Ende und freuen uns sehr. Wir haben ihn noch nicht vor die Kamera gebracht. Wir werden ihn natürlich hier lassen, aber noch im Detail filmen, um euch vielleicht dann den direkten Vergleich mit den Pfifferlingen zeigen zu können. Ja, der ist schön. Das sieht man von der Weite. Mitten aus dem Laub herausgewachsen. Also sie wachsen einfach unter diesen Bedingungen auch wahnsinnig schnell, die Steinpilze, habe ich das Gefühl. Diese Kaiserlinge,
ja, waren wahrscheinlich ein, zwei Tage alt und der ist wahrscheinlich noch frischer und wurde dann dementsprechend zum Glück auch nicht gefunden. Dieses Waldgebiet ist einfach so groß, dass man da schwer einfach alles absuchen kann. Ich habe kurz gedacht, dass es was für uns ist. Es ist noch kein Sommersteinpilz, auch wenn er relativ hell ist. Aber wenn ihr euch in Ruhe die Farben anschaut und auch ein bisschen den hellen Rand, dann sind wir hier doch wieder eindeutig bei dem Bronzeröhrling. Der ist da dem Laub entwachsen, wunderschön. Und wir sehen, dass wir eigentlich noch relativ frische Exemplare haben. Also die Trockenheit hat noch nicht so Auswirkungen hier. Man muss natürlich auch dazu sagen, sowohl die Kaiserlinge wie auch gerade die gezeigten Ölbaumtrichterlinge und dieser Bronzeröhrling, die kommen auch mit ein bisschen trockeneren Bedingungen wirklich zurecht und einfach wunderschön zum Anschauen. Auch da wirklich ganz typisch mit seinem Baumpartner, mit den Eichen. Ja, echt ein Erlebnis, sowas mal zu sehen. Ja! Ja! Endlich! Rolle, findest du? Da! Ja, lass den sein! Und ein Ei. Hä? Ja, ich sehe es. Ist das so orange? Ja, schön langsam. Urgut versteckt. Da im Schutz. Ich habe gelesen, dass sie gerne in so buschigen Sachen wachsen. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Schau, da ist das. Da ist ein Ei. Ja, ein Traum wird wahr. Schau dir die an. Die sind riesig. Boah, wie lange hat das gedauert? Ein Traum für viele, glaube ich, ist da für uns gerade in Erfüllung gegangen. Oh, so schöne Exemplare. Was war bei deinen? Wie war das? Groß, klein? Oh, da müssen wir nachher hinschauen. Ja, wir müssen uns da in Ruhe umschauen. Diese buschige Zone ist sehr interessant. Wahnsinn. Ich muss sagen, ich kann mich nicht satt schauen. Sie sind wunderschön auch von der Farbe. Dieses intensive Orange, das sticht wirklich hervor und ist so auch im Pilzreich eigentlich ja, einzigartig, muss man sagen. Sie sind wirklich eine Augenweide. Schön auch diese Streifen am Hutrand. Sie schauen den Scheidenstreiflingen, mit denen sie ja auch verwandt sind, wirklich sehr, sehr ähnlich. Auch die Verwandtschaft zum Fliegenpilz ist durchaus naheliegend. Aber was den Geschmack angeht, sollen sie wirklich ihresgleichen suchen. Aber wir sind wirklich streng. Wir müssen uns da beherrschen. Die Kaiserlinge sind sogar noch gefährdeter insgesamt als die Bronzeröhrlinge, die wir vorher schon bestaunt haben. Also für Speisezwecke sind sie wirklich einfach zu selten geworden. Also wenn ihr anfangt, bitte lasst diese Arten einfach aus. Und selbst wenn ihr sie schon versucht, mit Bedacht und am besten wirklich gar nicht. Der Bronzeröhrling hat Gefährdungsstufe 3 von glaube ich, 5 ist bei uns die Skala. Also der ist gefährdet. Und die Kaiserlinge 2, die sind sogar stark gefährdet. 1 ist dann wirklich schon vom Aussterben bedroht. Also wir wollen da niemandem Spaß verderben. Aber auch einfach sie so zu finden und zu genießen, ist wirklich ja, eine Freude, die ganz anders ist, als wenn man, letztes Jahr hatte ich ja schon Glück, da wurden mir ein paar Exemplare gezeigt, die schon ein bisschen älter waren. Aber jetzt das da wirklich live und mit dem Daniel zu finden, ist halt nochmal wirklich was ganz Besonderes. Diese orange Farbe ist wirklich nicht nur am Hut präsent, auch seine Lamellen und auch sein Stiel und auch das Fleisch sind orange gefärbt. Das ist ein sehr eindeutiges Unterscheidungsmerkmal zum Fliegenpilz. Der hätte weiße Lamellen und einen weißen Stiel und auch ein weißes Fleisch. Und was er nicht hat, natürlich der Fliegenpilz, ist diese Scheide. Sie platzen dann aus einem Ei und lassen dann diese fleischige Hülle außen zurück. Ganz typisch und auch deutlich größer zum Beispiel als beim Knollenblätterpilz. Und wir hatten schon das Stichwort aus dem Ei, aus dem sie herauswachsen. Das steht neben uns, das müssen wir uns unbedingt anschauen. Das grinst mich schon an. Echt faszinierend, das aus der Nähe mal zu sehen, weil ich kenne es nur von Fotos. Und auch die Größe, schaut euch das an, das ist so groß wie meine Hand. Das bricht da regelrecht aus diesem trockenen, ja, lehmigen Boden, muss man sagen. Das ist richtig fest und das ist richtig dick verankert da im Boden und lässt mich träumen, was sich da noch unter dem Laub alles so versteckt hat, muss ich ehrlich sagen. Auch diese Schutzhülle, die Volva, ist ja echt
dick drumherum. Das wäre einfach unfassbar faszinierend, da jetzt einfach die Kamera ein paar Tage stehen zu lassen und den Zeitraffer anzuschauen, ja, wie sich das entwickelt. Auch diese Eier sind durchaus geschätzt in der Gastronomie, kriegt man im mediterranen Raum immer wieder, teilweise auch roh als Carpaccio. Ja, wie gesagt, für uns die kulinarischen Aspekte von dieser Seltenheit irrelevant. Wir genießen da wirklich diese Schönheiten, dieses Alien-Ei aus einer anderen Welt, das man einfach so selten zu Gesicht bekommt. Und der Daniel muss mir jetzt noch seinen Fund zeigen. Ich bin sehr gespannt, was da noch wartet. Ja, danke Daniel, der ist echt auch nochmal wunderschön. Auch eigentlich im Zwischenstadium, wir haben echt Glück, wir können da echt alle Altersstufen, ja, von schon gefunden bis eigentlich ausgewachsen abbilden. Wunderbar auch hier noch zu sehen. Ja, eigentlich alles, da sieht man alle Merkmale, echt großartig bei dem. Auch dann noch diese Schutzhülle über den Lamellen, also echt eine Augenweide. Man sieht sie anscheinend echt schon hier von der Weite. Und wir haben Glück und sind extra früh losgefahren, weil sie werden einfach gesucht in dieser Gegend. Wir werden sie vielleicht noch ein bisschen verstecken, dass sie sich aussporen können und hoffen, dass diese Art ja auch uns erhalten bleibt und uns nochmal vor die Kamera kommt. Wir sind ja jetzt da mitten im Wald und sind noch nicht fertig und schauen einfach noch, was sich da alles versteckt. Wir haben noch gar nicht alles vor die Kamera gebracht. Wir machen dann am Schluss wahrscheinlich nochmal kurz ein Resümee, aber diese Highlights muss man sich echt da einfach in Ruhe anschauen. Das kriegt man einfach nicht oft zu sehen. So, wir haben jetzt, ja, jetzt überschlägt sich's ein bisschen, muss man sagen. Nach dem ersten Kaiserlingsduo haben wir jetzt eine Steinbildstelle gefunden, die ist ein Wahnsinn. Wir gehen sie einmal kurz ab und schauen sie uns dann in Ruhe an. Endlich mal auch was für uns. Man sieht schon ganz hell oben, der erste Sommersteinpilz hat sich ja da fast in den Maiglöckchen versteckt. Wunderschön. Und sie haben Nachbarn. Es ist da echt ein kleiner Hotspot. So, wir müssen kurz schauen, dass wir nichts übersehen, weil sie sind so gut im Laub versteckt. Den haben wir schon ein bisschen freigestellt, das sieht man auch gleich wieder. Ja, Wahnsinn. Bronzeröhrling, dieses wunderschöne Braun. Der wird natürlich wieder hier bleiben. Aber so, es geht schon weiter. Da, die nächsten Sommersteinpilze. Da ist noch einer. Die sind schon ein bisschen weich. Schaut sich mal an. Da braucht man gar nicht, können wir sie eigentlich stehen lassen. Die sind schon sehr, sehr weich. Fingerabdruck bleibt drinnen und auch die Röhren sind schon ein bisschen am Dunkelwerden. Da sind wir einfach ein bisschen zu spät. Aber jetzt einmal. So, der ist fürs Bilderbuch. Auch gleich am Fuß der Eiche hier. Also, der kommt ins zweite Buch wahrscheinlich gleich. Da, ein wunderschöner Sommersteinpilz. Wahnsinn. Bisschen angeknabbert schon, aber das macht uns nichts. Ganz fest. Ja, wunderschön. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Das ist wahrscheinlich eine der längsten Live-Szenen überhaupt. So, wir machen es schön langsam. Wir haben noch nicht alles gesehen. Dieser Wald zieht sich halt wirklich ewig. Und ja, wir müssen langsam aufpassen, dass wir uns da nicht verlaufen, weil es schaut echt alles gleich aus. Aber so, da war noch das Zwillingspärchen. Die sind so schön. Auch wieder Bronzeröhrlinge. Ah, da sieht man sogar leicht den Rotstich. Da hat anscheinend ist der leicht angeknabbert worden. Wunderbar. Und einen haben wir noch. So, einmal geht es noch. Ja, bis jetzt überschaubar noch, aber jetzt kommen endlich die Sommersteinpilze dazu. Ah, super. Super. Auch wieder ein ganz dunkler. Der ist ein bisschen angeschwappt worden, hat oben fast eine Musterung, das ist aber nur Staub. Noch einer mitten im Moos. Also wunderschön. Und wir, ja, keine Ahnung, was jetzt noch kommt. Schöner kann es eigentlich nicht werden. Wirklich ein toller Wald.
Ja, heute meint irgendjemand, hoppala, wirklich gut mit uns. Wir haben wirklich noch Pfifferlinge gefunden. Überraschend schöne Stelle, muss man sagen. Und wir haben Pallens. Wir haben den weißen Pfifferling. Ein wunderbar stattliches Eierschwammerl. Sie sind aber insgesamt nicht mehr häufig. Wenn das so ist wie in meinen Wäldern zu Hause, dann sind sie wirklich auch schon, ja, für mich auf der roten Liste, weil sie so selten nur mehr vorkommen. Wir werden jetzt aber zwei Exemplare mitnehmen und dann am Ende des Videos nochmal zurückgehen zu diesem Ölbaumtrichterling, dass wir uns da wirklich die, ja, die Unterschiede anschauen können, dass man es einmal im Detail gesehen hat. Also zwei kommen mit, so, wer wird noch, wer wird geopfert? Und dann sehen wir uns später nochmal mit, ja, mit dem giftigen Verwechslungspartner wieder. Ja, wir sind jetzt etwas weiter in den Wald gegangen und haben diesen sehr interessanten Graben entdeckt und von hier auf der anderen Seite schon was Leuchten gesehen. Es ist viel zu weit weg, das sind sicher 30 Meter und wenn das ein Pilz ist, dann ist das erstens der weiteste Pilzfund, den ich je gemacht habe und der muss riesig sein. Also wir schauen, dass wir jetzt da irgendwie sicher rüberkommen. Daniel, bitte langsam. Ich glaube, das sieht man nicht. Das ist zu weit immer noch. Ja, mein Fliegenpilz kann es keiner sein. Die sind einfach noch nicht. Man sieht, es hat hier einfach viel geregnet. Da das Flussbett. Ja, das ist einer. Na, das ist eine Familie. Da ist sogar noch ein Ei. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das ist echt ein guter Wald. Ja, Wahnsinn, was aus diesen Dinosaurier-Eiern geschlüpft ist. Man schaut sich die Größe da an. Das ist noch größer als das, was wir vorher gefunden haben. Und das wird dann draus. Ich wusste gar nicht, dass diese Art so groß werden kann. Der hat wirklich so einen Durchmesser und einen riesigen Hut. Das ist einfach doppelt so groß wie das, was mir da letztes Jahr im Burgenland gezeigt worden ist. Und so schön. Ja, Wahnsinn. Das ist echt ein Zauberwald. Diese Pilze sind wirklich einfach nicht mehr häufig. Ich habe da Kollegen, die haben Jahre nach dem gesucht und wir haben heute wirklich einfach den richtigen Tag erwischt. Also von denen kann man sich nicht genug anschauen, da werden wir jetzt noch in Ruhe Aufnahmen machen. Auch wunderschön, diese orange gezonte Stiel hier oben ist er dann glatt eigentlich. Den Ring sieht man fast nicht mehr. Also ein wirklich wunderschöner Pilz, der sich aber offensichtlich einfach zu gut verrät. Weil wenn wir dann aus 30 Metern da fast gesehen haben, ist er einfach, wenn er mal das Laub da durchstößt, viel zu gut zu finden. Den müsste man einfach besser verstecken, dass er gar nicht mehr gesammelt wird, diese Seltenheit. Also wunderschön. Wir schauen uns da noch um. Wir kennen ja nichts von diesem Wald und ja, Wahnsinn, wir nehmen euch gerne noch mit. Ja, eine unglaubliche Pilzsuche nähert sich langsam, aber doch ihrem Ende. Wir haben jetzt ja fast den ganzen Tag hier im Wald verbracht und haben fast aufs Sammeln vergessen. Also unser Körbchen ist doch auch noch gut gefüllt worden, aber heute ist die Kulinarik wirklich nicht im Mittelpunkt gestanden. Wir haben es wirklich geschafft, den Bronzeröhrling mehrfach vor die Kamera zu bekommen. Und ja, dieser Kaiserlingsfund, der wird für immer in Erinnerung bleiben, der geht auf jeden Fall in eine meiner Top-Pilzsuchen überhaupt ein. Und umso schöner, dass ihr und der Daniel auch dabei ja, sein habt können. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Schauen wir uns vielleicht noch mal ein paar Sachen in Ruhe an. Geht es auf jeden Fall aufmerksam durch so lichte, warme Eichenwälder, weil man sieht es hier recht eindeutig, der Sommersteinpilz und der Bronzeröhrling sind fast, ja, die sind sehr nah beieinander, muss man wirklich sagen. Also da zahlt es sich Ausschau zu halten auf besonders dunkel gefärbte Steinpilze, dunkles Netzmuster, dunkler Stiel und wirklich eine auffällig dunkle Kappe, die dem Sommersteinpilz dann doch ja, klar überlegen ist, was die Intensität der Farbe angeht.
Wir haben wirklich wunderschöne Sachen gesehen. Für mich vielleicht interessant, am interessantesten dann zu Hause zur Verkostung. Ja, was diese Kaiserling-Stiele geschmacklich hergeben, bin ich sehr gespannt. Werden wir euch das nächste Mal berichten. Ja, für uns war es das jetzt. Wir werden den Korb füllen. Wir haben aber mehr als genug. Da waren überall, also hunderte von diesen Hainbuchenröhrlingen auch noch untergestreut. Wir sind mehr als zufrieden. Den Sommersteinpilz, den werden wir noch mitnehmen. Alles andere bleibt hier zum Aussporen und wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Diese Wälder sind einfach so groß und da müssen wir uns nochmal umschauen demnächst. Bis bald.